was man diskutiert hat, nachdem ja bekannt wurde, dass man irgendwann doch aus der Atomenergie aussteigen muss und man eine Alternative braucht. So kam das dann auch, aber man hat es nicht zu Ende durchgerechnet. Und durch die Vorkommnisse jetzt in Fukushima plötzlich wurde das aktuell und man hat nochmal nachgerechnet und festgestellt, das geht ja so gar nicht. Und die Kosten, die ja eh schon sehr hoch waren, die reichen vorne und hinten nicht aus. Deshalb müssen wir also die Diskussion weiterführen und das ist der Grund, warum ich einen Vortrag halte, der auch schon mittlerweile im Internet zu finden ist, verschiedentlich, und ich hoffe, dass ich irgendwann auch die Politiker und die anderen erreiche und die Energieversorger erreiche. Also das Thema geht in eine andere Richtung und ich möchte Anregungen geben, wie man vielleicht hier Verbesserungen erreichen kann. Eben indem man, indem ich daran erinnere, dass ein gewisser Nikola Tesla da schon sehr vieles gemacht hat. Ich werde zunächst mal zur Elektrotechnik etwas sagen, also praktisch zu den historischen Wurzeln, die ja von Nikola Tesla erfunden worden ist. Und Tesla hat aber auch noch eine Einzahlübertragung vorgeführt, die nahezu verlustfrei ist. Das wäre eigentlich eine Verbesserung. Und schließlich zur drahtlosen Energieübertragung, was heute eigentlich die Voraussetzung wäre, um die Elektromobilität, die ja auch von der Politik gewünscht ist, um die überhaupt durchführen zu können. Denn ohne eine drahtlose Energieübertragung, ohne dass wir während der Fahrt die Autos nachladen, ist das ja gar nicht vorstellbar, denn kein Mensch von Ihnen wird bereitwillig sein, da ein Auto zu kaufen, wo die Batterien praktisch so viel kosten wie eben das ganze Auto und das alle 2 Jahre neu. Das glaube ich kaum. Und dass die Batterieentwicklung diese Sprünge macht, die man hier gerne andichtet, das halte ich auch für eine Illusion, denn die Batterieentwicklung, die haben wir ja nicht erst heute angefangen, die haben wir ja schon sehr, sehr, ja, seit über 100 Jahren machen wir Batterieentwicklungen, wenn man die historischen mal weglässt. Also wie gesagt, wir fangen ja an mit der Drehstromübertragung, der sogenannten Mehrphasen-Induktion, die wir eben einem gewissen Nikola Tesla verdanken und dazu können wir uns ein paar historische Bilder anschauen. Das war also die erste Drehstrom-Fernübertragung. Gut, die allererste war ja in Deutschland gewesen, aber diese hier, das ist die von den Niagara-Fällen nach Buffalo auf 220.000 Volt Basis. Und die hat man, nachdem die erfolgreich war, weitergeführt nach Chicago und hat dort die erste Weltausstellung mit Drehstrom bestritten. Also um da die Daten etwas genauer zu fassen, 1882 hat Tesla diese Mehrphasenströme erfunden, hat dann auch den ersten Asynchromotor gebaut und erst 3 Jahre später stand ja diese Drehfeldtheorie von Ferraris. Also dann Ferraris, der ja gerne als der Erfinder gilt, ist aber erst 3 Jahre später, wie Sie sehen. Das heißt, er hatte zwar einen Einphasenmotor schon zum Laufen gebracht, aber die Theorie, das Ganze theoretisch aufzuarbeiten, das kam eigentlich erst, nachdem das Ding schon funktioniert hat. Allerdings hatten wir noch keinen Drehstrom zu dem Zeitpunkt, da hat sich Tesla schwer getan, aber das kam dann eben auch sehr bald durch Haselwander, der erste Drehstromgenerator. Tesla hat dann seine Patente veröffentlicht, die er später an Westinghouse verkauft hat. Und 1888 hat eben die AEG den Begriff Drehstrom eingeführt. Die erste Drehstromübertragung war von Laufen am Neckar nach Frankfurt am Main, von Dobrowolski, auch von der AEG. Das heißt also, die Deutschen haben ja auch sehr stark mitgewirkt. Und in Amerika gab es dann 1893 die erste Weltausstellung zu Ehren von Nikola Tesla. Und Sie müssen sich vorstellen, dieser Tesla war natürlich der Redner, der Ehrenredner auf der Eröffnung dieses Wasserkraftwerks an Niagara-Fällen. Und alle haben natürlich, alle Augen waren auf ihn gerichtet. Und was macht der Mann? Er stellt sich hin und erzählt, dass man es viel besser machen kann. Nämlich mit einer Übertragung, die praktisch keine Verluste macht. Und da hat man dann gesagt, jetzt spinnt er.
Und das Ergebnis, dass man da also ihn als Spinner hingestellt hat, das sehen Sie hier. Das ist unsere heutige Welt, das ist die Konsequenz. Ich muss vielleicht ein paar allgemeine Dinge dazu sagen. Das ist das Netz in Deutschland der höchsten Spannungsebene in Rot mit 380.000 Volt. Noch ein paar andere eingezeichnet, aber wenn man alles einzeichnen würde, wäre natürlich die Karte schwarz oder auf der Linie durchsetzt. Diese Hochspannungsleitungen, die uns hier sozusagen als Folge dieser Drehstromtechnik entstanden sind, diese Vernetzung, die wir haben, die stabilisiert natürlich das Netz in ganz Mitteleuropa, denn wir haben ja hier Verbindungen zu unseren Nachbarländern und die warten ja nur darauf, dass wir unsere Atomkraft abschalten, damit sie uns damit beliefern können. Das ist klar. Und, aber es macht uns insgesamt stabil. Also ich bin da kein Gegner von, ich kaufe auch gerne ein. Die Österreicher machen das auch und sehr erfolgreich und haben kein Atomkraftwerk und die Italiener übrigens auch. Warum auch nicht? Wir sparen uns damit die ganzen Nachfolgekosten. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Also insofern ist das gar keine so schlechte Sache. Ich bleibe, also brauchen Sie keine Panik haben. Wir werden nicht ohne Strom dastehen. Dafür gibt es viel zu viele, die schon darauf warten und darauf, dass sie ihre Kraftwerke hochfahren können. Wenn man mal den Verlauf über einen Tag sich anschaut, dann ist das hier ein Single-Haushalt, der ist sehr typisch. Da sieht man, wie der also hier schläft, da hat er so seine Stand-by-Geräte und dann steht er auf und macht alle Maschinen gleichzeitig an, die Kaffeemaschine und rasiert sogar sich und alles Mögliche. Und auf einmal, also hat er eine richtige Stromspitze, dann frühstückt er kurz, da ist das wieder wenig und dann noch, muss er noch ein bisschen was erledigen und dann anschließend geht er aus dem Haus. Und Sie sehen, mittags hat er noch eine ziemliche Spitze und am Abend, da kocht er sich auch was und dazwischen, da isst er was und dann geht es weiter und anschließend setzt er sich vor den Fernseher. Und Sie sehen, bevor er ins Bett geht, und Sie sehen also hier diese enormen Schwankungen und da der Strom sich ja nur nicht speichern lässt, wie Sie wissen, also nur ganz, ganz schlecht, und sehr teuer, diese Speicherung kostet ein irres Geld. Deshalb muss der Strom praktisch so produziert werden. Aber glauben Sie nicht, wenn der hier morgens da alles einschaltet, dass da die Kraftwerke schlagartig alle einschalten. So müsste es ja sein, nicht wahr? Nein, das Netz ist so groß und das Ganze verteilt sich so sehr, das geht nur zulasten der Allgemeinheit. Das heißt, wenn der den Strom einschaltet, bricht halt die Spannung ein bisschen zusammen. Das große Netz, das muss uns klar sein, das große Netz fängt hier sehr vieles ab, aber nicht alles. Letztendlich muss der Strom produziert werden, wenn er gebraucht wird. Das nur nebenbei. Und diese Speicherungstechnik, also da wissen wir, dass wenn der Strom nur dann geliefert wird, wenn Wind weht oder wenn die Sonne scheint, dann müssen wir zwischenspeichern und dieses Speichern kostet irrsinnig viel Geld. Das muss uns auch klar sein. Also wenn wir nicht speichern müssen, wäre das viel, viel besser. Vielleicht noch ein Kommentar zur Windenergie und zu den Grundlastkraftwerken. Sie wissen, Atomkraftwerke, bevor ich jetzt auf das eingehe, Atomkraftwerke sind Grundlastkraftwerke. Das heißt, die kümmern überhaupt nicht, wie viel denn hier sozusagen gebraucht wird. Die liefern irgendwie einen konstanten Wert, während sie eingeschaltet sind. Das heißt, irgendeiner muss den Ausgleich schaffen. Und die Windmühlen können den Ausgleich nicht schaffen, denn das sind im Grunde genommen auch Grundlastkraftwerke. Die machen nämlich Strom, wenn sie sich drehen. Und jetzt kommt die Situation zustande der sogenannten subventionierten Energie, dass eben für die Windenergie Subventionen gezahlt werden. Da der Staat aber die Subventionen nicht zahlen wollte, hat er es kurzerhand den Energieversorgern aufs Auge gedrückt. Die müssen es jetzt zahlen und die Reaktion der Energieversorger ist, bevor ich mein Atomkraftwerk abschalte, schalte ich erstmal die Windmühlen ab. Die Reaktion ist, dass unsere Windmühlenkapazität nun zu 30% genutzt wird. 70% wird abgeschaltet, weil die sagen, nee, brauche ich nicht, wieso soll ich die Windenergie nutzen, denn das ist Konkurrenz im Grundlastkraftwerkbereich. Wir brauchen eigentlich Kraftwerke, die diese Struktur mitfahren. Wasserkraft wäre geeignet. Man könnte die Kraftwerke so betreiben. Und jetzt schauen Sie mal, die Wasserkraftwerke, die wir haben. Ich selber bin ja im Schwarzwald, dort haben wir jede Menge Laufwasserkraftwerke. Die werden alle nach der Subvention, also nach dem Wasseraufkommen gefahren. Und keiner fährt sein Kraftwerk nach dem Bedarf.
Das ist ein Riesenproblem, mit dem wir es zu tun haben, denn die gucken alle nur noch nach der Subvention und keiner guckt mehr danach, was denn der Strom wert ist. Das nämlich der Strom zum Beispiel dann, wenn alle ihm zusammen mehr wert ist. Es funktioniert ja bei Pumpspeicherkraftwerken auch, dass die leben sogar davon, dass der Nachtstrom billiger ist als der Tagstrom. Und dann pumpen sie drauf und lassen es am Tag runter.